Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Info oder Ankündigung. Und zwar gibt es seit einer Woche zwei die Search XT Beta zum Download. Das ist quasi die nächste Version von dem Search, die so generell so ein bisschen umgeschrieben worden ist, ein anderes Framework drunter gebaut, also sehr viel technisch daran geändert wurden an den Bibliotheken. Und die gibt es jetzt zum Ausprobieren auf der Seite von Search zum Download. Wie ihr da genau hinkommt, wie ihr da drankommt und was ihr da vielleicht auch selber noch tun könnt, das zeige ich euch jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das ist der neue Search. Der sieht jetzt auf den flüchtigen Blick nicht anders aus, hat aber doch ein paar Veränderungen drin. Das ist jetzt eine Beta-Version. Und auf der Webseite kommt ihr ja hier auf die Startseite und dort könnt ihr dann über All Downloads kommt ihr auf diese Downloads-Seite. Und im unteren Teil von Downloads steht dann Nightlies of Search XT or Late 2021 Release. Wenn man jetzt da draufklickt, dann kommt man auf diese Seite, Search XT Beta. Und hier kommt man dann mit dem Download hier auf die GitHub-Seite. Und auf der GitHub-Seite findet man dann, wenn die GitHub-Seite lädt, findet man dann die entsprechenden Versionen für die verschiedenen Betriebssysteme. Ist gerade sehr langsam. Genau, so, hier kommt man auf die GitHub-Seite. Das ist so eine Entwicklerseite mit den Nightly Builds, also die, die glaube ich, jeden Nacht gebaut werden. Deshalb heißen die auch Nightly Builds. Und hier sieht man dann für die verschiedenen Betriebssysteme die entsprechenden Versionen. Da sieht man 2021, 12. Dezember 09. Das ist der Quellcode SRC Source und dann gibt es hier zum Beispiel den XT Linux als Debian-Paket für Ubuntu und Debian-Systeme. Dann hier einfach nur als Pakete, das man dann selber installieren, von Hand installieren kann für macOS, für Win 32, für Win 64, diverse Plugin-Pakete, Setup, Plugins Only, Setup und dann gibt es noch hier unten für RPM-basierte Linux-Systeme ebenso noch ein Paket, zum Beispiel Fedora ist eines dieser Pakete mit den RPM-Paketen. So, der Search an sich ist so ein bisschen, finde ich, schöner aufgebaut. Es sind die Menüs leicht anders. Das Menü hier gerade ein bisschen sieht ein bisschen anders aus. Ich finde es persönlich besser als das vorherige Menü. Findet sich eigentlich alles wieder am Platz. Und Skins sind im Moment nur der Classic und der Dark da. Persönlich mag ja den Dark viel lieber. Und zu den Menüs an sich hat sich zum Beispiel auch dieses der Patch Browser verändert. Finde ich persönlich auch Wahnsinnsverbesserung zu vorhin. Hier hat man die ganzen Factory Presets oder Patches und hier hat man die Third-Party-Patches und dann hier die ganzen Funktionen. Finde ich persönlich viel, 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 viel aufgeräumter. Und natürlich. Auch MPE spielen, wenn man das hier eingestellt hat und bei Bitwig zum Beispiel in dem Track nochmal eingestellt hat. Und ja, da kann man jetzt einfach mal so ein bisschen durchgucken. Viele dieser Grafiken sind ein bisschen schöner jetzt gemacht, mit ein bisschen mehr Liebe. Wurde ja alles komplett überarbeitet. Und da steckt natürlich auch ein Haufen Arbeit drin, wenn vielleicht auch, naja, ich meine, der Synthesizer bringt schon wahnsinnig viel mit. Von daher kann sein, dass da jetzt noch ein paar Funktionen dazugekommen sind, aber das Hauptaugenmerk lag eben darum, das ganze Projekt quasi auf eine neue Bibliothek. Wie gesagt, ich glaube, es ist die Choose-Bibliothek, ich bin mir nicht so ganz so sicher.
Und eine Bitte hätte ich, wenn ihr den Search XT benutzt, beziehungsweise zwei Bitten hätte ich da an der Stelle. Wenn ihr den benutzt und irgendwas funktioniert nicht, verteufelt das nicht. Es ist eine Beta-Version. Das ist keine offizielle Version. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist das halt so. Aber ihr könnt zum Beispiel entweder über die GitHub-Seite oder über den Discord-Kanal könnt ihr diese Fehler melden. Und wenn ihr diese Fehler meldet, dann schreibt einfach, was habt ihr für ein System, was für eine DAW benutzt ihr, in welchem Zusammenhang habt ihr den Search benutzt, was ist dann genau passiert. Also so, dass jemand anders, der nicht weiß, was ihr gemacht habt, einfach ein bisschen nachvollziehen kann, was passiert ist und warum ihr diesen Fehler meldet. Und die Informationen, wie ihr zum Beispiel auf den GitHub-Server kommt, das habt ihr ja hier gesehen auf der Webseite von Search, und auf dem GitHub-Server kann man hier über Issues reingehen. Zum Beispiel Issues sind dann immer die Bereiche, wo man dann ein Problem meldet. Sobald mein Internet geladen hat, kann ich das vielleicht auch mal kurz zeigen. Es bleibt an den berühmten 99% hängen. Drücken wir nochmal drauf. Ich hätte die Webseite vorher laden sollen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Auf jeden Fall braucht man natürlich einen Account, um auf GitHub sowas zu melden. Oder ihr könnt natürlich auch hier auf der Webseite von Search, wenn ihr auf About geht, steht das, glaube ich, drin. Und nee. Feedback war das, genau. Im Feedback steht dann auch nochmal drin, was ihr machen könnt, wenn ihr ein Problem meldet. Und da schreiben sie auch, der beste Weg, um die Entwickler zu erreichen, ist auf ein Issue auf dem GitHub-Repository. Das ist hier auch nochmal verlinkt. Und irgendwo ist dann auch nochmal der Discord-Server, der ist relativ hier oben. Und da ist auch nochmal der Invite-Link, wenn man da drüber geht. Wer Discord hat, der findet das auch. Und wenn ihr euch nicht sicher seid mit dem GitHub-Issue, dann geht vielleicht erst auf den Discord-Server und fragt da mal nach, was ihr da machen könnt oder wie ihr das machen könnt. Und die geben euch dann schon Antwort. Das ist eigentlich eine sehr nette Community. Also wie gesagt, ihr könnt so ein bisschen was beisteuern, wenn ihr den Search benutzt und wenn ihr auf Fehler trefft, die dann so gut wie möglich zu beschreiben und den Entwicklern zukommen lassen. Die freuen sich sehr, wenn sie so Fehlerberichte bekommen, um den Search noch besser zu machen und stabiler zu machen. Und wie gesagt, es ist eine Beta, also nicht meckern, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Das ist normal in der Beta-Phase. Ich habe benutzt den jetzt seit ein paar Tagen und bisher ist mir kein einziger Fehler aufgefallen. Was schön ist einerseits, auf der anderen Seite kann ich dann da auch an der Stelle nicht weiterhelfen. So, das wollte ich euch nur an der Stelle noch mitteilen, weil das einfach ein tolles Projekt ist und ich finde, das sollte man unterstützen. Und wenn man das einfach nur dadurch kann, wenn man einen Fehler meldet. Alles klar? Dann macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.